Wilde Heide, Salinen, Wälder, Weiden. Das Landschaftsbild der Île de Ré ist vielfältig. Das Meer hat sie geformt, aber immer auch bedroht. Der Schriftsteller Julien Gracq sah in ihr ein Reservat des alten ländlichen Frankreichs. Die Île de Ré, oder wie sich der Mensch mit den Elementen arrangiert. Der Kampf zwischen Land und Meer ist hier allgegenwärtig. Klippen erodieren, Dünen sacken in sich zusammen, Deiche bekommen Risse. Selbst die Mauern der Festung Saint-Martin tun sich schwer, den Elementen standzuhalten. 2010 verheerte der Orkan Xynthia die Insel. Die Île de Ré erstreckt sich über 26 Kilometer. Die Nordküste gegenüber La Rochelle ist geprägt von Kalksteinklippen. An der Südküste gibt die Ebbe breite Sandstrände frei. Diese Landschaft hat der Mensch dem Meer abgerungen. Lionel ist Vorsitzender des Gemeindeverbandes der Insel. Kämpft die Île de Ré noch heute gegen das Meer? Jeden Tag. Es ist seit Jahrhunderten der gleiche Kampf zwischen den Menschen und den Elementen. Sind die Spuren dieses Kampfes noch sichtbar? Wir stehen mittendrin. Es gibt einmal die großen staatlichen Dämme, die den Norden und den Süden der Insel vor dem Meer schützen sollen. Dann die inneren Deiche zum Schutz der Salinen und Austernbänke, um die sich traditionell deren Eigentümer kümmerten. Insgesamt haben wir 56 Kilometer Deiche. Nach Xynthia wurden etliche erneuert. Der Mensch hatte vergessen, welche Kraft das Meer hat. Die ersten Deiche der Île de Ré wurden im 12. Jahrhundert errichtet. Seitdem wurden sie unaufhörlich verstärkt und erhöht. Aber sie reichen immer noch nicht aus, um das Meer abzuhalten. Der Beweis? Diese Bäume, die Xynthias Gischt versteinert hat. Die Île de Ré ist heute eine Insel. Früher waren es mehrere. Im 13. und 14. Jahrhundert waren es vier Inseln. Die Île de Ré, die Île de Loire, die Île d'Ars und die Île des Portes. Von wann stammt diese Karte? Aus dem frühen 17. Jahrhundert. Die Île de Ré war bereits mit der Île d'Ars verbunden, nicht aber die Île de Loire. Man musste eine kleine Brücke benutzen. Hier wurde auch 1627 die Nachhut der englischen Armee angegriffen, bevor der Herzog von Buckingham wieder abzog. Im 17. Jahrhundert sind es also nur noch zwei Inseln. Das Meer fließt zwischen ihnen hindurch. Der Orkan Xynthia hat gewissermaßen die alte Karte wiederhergestellt. 2010 hatten wir wieder drei Inseln, wie im 14. Jahrhundert. Drei Tage lang? Ja, für nur drei Tage. Das einzig Gute war, 80% des überfluteten Gebiets sind unbebaut. Es waren also kaum Menschen betroffen. Es gibt bei uns keine Gebäude auf überschwemmbaren Flächen. Dazu haben wir nach 700 Jahren einfach zu viel Respekt vor dem Meer. Die Deiche sollen das Meer nur aufhalten, um uns Zeit zu geben, die Menschen zu evakuieren. Auf der Île de Ré ging das ganz gut, anderswo nicht. Dieses Risikobewusstsein muss sich erst wieder entwickeln. Über dem sogenannten Fier, einer zum Meer hin offenen Bucht, ragt eine schwarze Spitze in den Himmel. Der Kirchturm des Dorfes Ars-en-Ré.
Hallo, Louis Marot. Hallo. Du bist Geograf und wirst uns diese Landschaft ein wenig erklären. Dazu steigen wir auf den schwarz-weißen Kirchturm von Ars-Henri. Er ist schwarz-weiß, damit er von Weitem zu sehen ist, vor allem vom Meer aus. Aber auch wer im Inselinnern steht, sieht ihn aus mehreren Kilometern Entfernung, selbst von der Meerenge aus. Ein Orientierungspunkt. Für die Seeleute, ja. Eine Landmarke. Das Meer sehen wir von oben. Wollen wir? Auf geht's. Die Abgrenzung zwischen dem bebauten und dem natürlichen Teil der Insel ist ziemlich eindeutig. Ja, der Schnitt ist klar zu erkennen. Und woher kommt das? Man baut hier nicht einfach, wo es einem passt. Auf der Île de Ré mehr als anderswo. Ja, es gibt etwa seit der Mitte des 20. Jahrhunderts zunehmend Vorschriften, die ziemlich genau regeln, wie Räume bebaut werden und welches Verhältnis die Gebäude zueinander haben sollen. Diese Tendenz zur landschaftlichen Einheitlichkeit ist überall festzustellen. Aber auf der Île de Ré ist das Phänomen besonders verbreitet und kann sich in Farben ausdrücken, in Baustoffen und so weiter. Eben in den Elementen, die für die Landschaft charakteristisch sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auf einer Insel sind. Da ist der Wind und immer dieses Bild einer um ihren Kirchturm versammelten Gemeinschaft. Die meisten Straßen sind nicht sehr breit. Wenn es stürmt, bist du so wenigstens etwas geschützt. Man macht hier nicht einfach, was man will. Fensterläden sind hier nicht einfach Fensterläden. Und wer etwas pflanzt, nimmt offenbar Stockrosen. Kommt das auch durch die Reglementierung? Die Rosen werden vom Wind ausgesät. Um die muss sich niemand groß kümmern. Aber was das Erscheinungsbild der Häuser angeht, da gibt es feste Regeln. Wenn man bauen möchte, darf man bestimmte Dinge und andere nicht. Das gilt für Farben, Formen, Materialien, wie bei den Holzverkleidungen. Diese Art von Fensterläden findet man überall. Man kann also nicht alles tun, was man will. Solche Reglementierungen gibt es nicht nur auf der Île de Ré, aber sie werden hier eben schon seit längerem angewendet. Und vielleicht mit mehr Eifer. Mit mehr Eifer als in anderen Teilen des Landes. Aber das macht auch ein bisschen den Charme der Insel aus. Bestimmte Dinge gehören zum Leben in einem Dorf. Ein Brunnen etwa. Wir leben auf einer Insel. Da ist Süßwasser äußerst wichtig. Inzwischen haben alle Häuser einen Wasseranschluss. Aber noch vor 30, 40 Jahren holte man sich das Wasser hier. Du musst immer bedenken, das Meer ist ganz nah. Es ist ein ewiger Kampf um das Süßwasser, gegen Brackwasser. Wer einen Brunnen vor der Tür hatte, der war gut dran. Ist denn das hier auf jeden Fall Süßwasser oder kann es auch verdorben sein? An vielen Stellen war das Wasser leicht brackig. Ich weiß nicht, wie tief dieser Brunnen ist. Aber ich denke mal, wenn er hier steht, dann, weil hier drunter Süßwasser war. Hier. Und es ist ja immer noch da. In der unmittelbaren Umgebung von Ars-Henri, bebaute Grundstücke, der Boden wird bewirtschaftet. Etwas weiter weg dagegen scheint das Land vernachlässigt. Dieser Teil der Insel wirkt, als sei er durch die Straße geteilt. Auf der einen Seite wächst Wein, das Land wird bestellt, auf der anderen liegt es brach. Steht dieses Gebiet unter Naturschutz? Vor 50 Jahren hätten wir hier mitten in Feldern zwischen Weinstöcken gestanden. Und vielleicht wäre uns ein Bauer entgegengekommen. Aber die Landschaft hat doch bestimmte Spuren von damals bewahrt. Sehen wir sie uns mal näher an. Du bist schön groß. Ich kann kaum über das Gras gucken. Der Mensch passt sich eben seinem Lebensraum an.
Hier sehen wir sehr gut, was Geographen eine Brache nennen. Was das ist, man findet hier überall Spuren dafür, dass der Mensch dieses Land einmal bewirtschaftet hat. Rebstöcke. Hier wurde Wein angebaut? Ja, zum Beispiel. Wenn ich genau hinsehe, erkenne ich Reihen. Oder hier, das ist Spargel. Wie dem auch sei, vor 20 oder 30 Jahren, da müsstest du jemanden fragen, der etwas älter ist, wurde hier noch Landwirtschaft betrieben. Heute dagegen, wenn ich mir die Landschaft anschaue, sehe ich zwar Fenchel, Stockrosen und so weiter, aber die Landschaft an sich wirkt naturbelassen, jedenfalls nicht eindeutig vom Menschen bearbeitet. Das alles hier wird nicht mehr bewirtschaftet, weil es sich nicht rentierte oder weil es unter Naturschutz gestellt wurde. Der Wert solcher Flächen besteht in ihrem Beitrag zur landschaftlichen Entwicklung, zur Renaturierung der Umwelt. Es ist verboten, hier zu bauen. Die Landschaft entwickelt und verändert sich selbst. Die Natur braucht immer Zeit, um gewisse Dinge zu akzeptieren. Die Spuren des Menschen werden bleiben. Diese Weinstöcke wird es auch in 30 Jahren noch geben. Die landwirtschaftliche Geschichte der Île de Ré ist vor allem die Geschichte ihres Weinbaus. Sie begann hier, in dieser Abtei. Michel, du bist Winzer. Was kannst du uns darüber erzählen? Der Weinbau wurde durch die Zisterziensermönche entscheidend beeinflusst. Wir sind hier in der Abtei Notre-Dame de Ré. Damals, im 12. Jahrhundert, verließen viele Menschen die Insel. Aible de Moulion, der Lehnsherr der Île de Ré, holte deshalb die Zisterzienser, nicht nur um zu roden, sondern auch um den Weinanbau voranzutreiben. Und der blühte bald auf. Die Winzer haben der Landschaft, der Architektur und der Kultur ihren Stempel aufgedrückt. Durch die verschiedenen Aktivitäten wurde auch die kulturelle Entwicklung der Insel gefördert. Und du bist ein Erbe der Zisterzienser. Ich stamme aus einer alteingesessenen Familie. Ich liebe den Wein, aber auch unsere Insel. Sind Wein und Weinbau für die Einheimischen besonders wichtig? Ja, zumal der Weinbau die Landschaft und die Geschichte der Insel geprägt hat. Zurzeit werden die Reben aufgebunden. Das ist sehr wichtig, denn wie ihr seht, schießt ihr alles ins Kraut. Es hat geregnet. Wein braucht Pflege. Ja, man darf ihn nicht sich selbst überlassen, sondern muss ihn pflegen und mit den Jahreszeiten leben. Fast überall auf der Insel wurde Wein angebaut. Es wurden so viele Rebstöcke gepflanzt, dass es nicht einmal Wald gab. Der ist also im Grunde etwas Neues auf der Île de Ré. Der Wald ist eine jüngere Entwicklung. Nach der Reblauskatastrophe ging die Größe der Anbauflächen stark zurück. Dann kam der Erste Weltkrieg. Die Männer waren fort, die Frauen führten die Betriebe und der Weinbau brach zusammen. Die Flächen schrumpften. Ja, gleichzeitig kam es zu einer Art spontaner Aufforstung durch Samen, die von den Vögeln verteilt wurden. Das ist doch aber hübsch, oder ist es ein Problem? Eine geschlossene Bewaldung ist in Ordnung, aber sobald eine Streuung einsetzt, entwickelt sich eine Brache. Was heißt Streuung? Es bedeutet, dass hier und da ein neuer Baum wächst. Zuerst ist er klein, dann wächst er heran. Er vermehrt sich, andere Bäume schlagen Wurzeln und dann entwickelt sich die Brache. Die kultivierten Flächen gehen zurück. Und der Schutz dieser Brachen, dieser Wälder? Sieh mal, ein Kaninchenbau. Ist das in deinen Augen keine gute Sache? Wird die Insel erstickt, weil man sie zu sehr schützen will?
Wir wollen eine Insel, die das ganze Jahr überlebt. Wir müssen schützen, aber auch Dynamik zulassen. Wir sind uns durchaus bewusst, dass wir nicht alles zulassen dürfen. Aber das darf nicht zu einer Erstarrung führen. Das Leben ist dazu da, dass man weiterkommt. Ich sage immer, die Gegenwart wird von der Vergangenheit geschoben, aber von der Zukunft angesaugt. Über die zahlreichen Radwege auf der Insel freuen sich besonders die Touristen. Dieser Ort ist ein Refugium für Zugvögel. In diesem Labyrinth von Kanälen und Prielen finden sie Ruhe und Nahrung. Ich bin unterwegs ins Naturschutzgebiet Îlot de Neige. Natürlich mit dem Fahrrad. Diese Enklave von 150 Hektar wird vom französischen Vogelschutzbund verwaltet. Jean-Christophe ist hier der Konservator. Was waren die Gründe für die Umwandlung dieses Gebiets in ein Reservat? Ursprünglich ging es vor allem darum, die Zugvögel aufzunehmen, die hier überwintern. Ganze Populationen machen auf ihrem Weg hier Halt oder verbringen gleich den ganzen Winter hier, im Landesinnern oder an der Küste. Sur la réserve, sur la partie terrestre et la partie maritime. Die Bucht von Ars wurde so nach und nach zu einer unverzichtbaren Zwischenstation für die Wanderung zahlreicher gefährdeter Vogelarten. Mit unseren Praktikanten wollen wir die Gelegenheit nutzen, um ein paar Neuigkeiten über die Vögel zu erfahren. Ich glaube, da ist ein beringter Vogel. Ja, da sind zwei Beringte auf dem Zaun. Der erste ist K2C und der andere C3X. K2C haben wir erst neulich beringt. Ihr kennt jeden einzelnen Vogel der Kolonie? Nein, dazu sind es zu viele. Aber manche sitzen immer an derselben Stelle und mit der Zeit erkennst du sie wieder. Gibt es hier nur Möwen? Das ist ein bisschen unsere Sorge. Sie kamen vor ca. 20 Jahren hierher. Und die Kolonie ist seitdem so stark angewachsen, dass sie die anderen Arten etwas verdrängt haben. Warum haben sie sich ausgerechnet hier niedergelassen? Der Auslöser war vermutlich die Instandsetzung der Festung Fort Boyard in den späten 80er Jahren. Auf dem Fort nistete damals eine Möwenkolonie. Dann wurde das Fort verkauft, die Bauarbeiten begannen und danach kamen die ersten Möwen hierher. Außerdem wurde damals der Hausmüll auf der Île de Ré unter freiem Himmel gelagert. Die Ruhe und die Nahrungssicherheit das ganze Jahr hindurch haben diese Population dann hier sozusagen gebunden. Und sie hat sich weiterentwickelt. Unser Ziel ist es, die Möwen auf eine vernünftige Anzahl zu begrenzen. Wir wollen sie nicht vertreiben, aber jede Art soll hier ihren Platz haben. Und wie es aussieht, sind wir auf dem richtigen Weg. Können wir uns die Möwennester mal ansehen? Gern, gehen wir. Oder werden sie uns angreifen? Vielleicht, warten wir es ab. Hier ist ein leeres Nest. Wurde es verlassen? Das hier ja. Ob die Eier schon ausgebrütet waren und die Eltern mit den Küken umgezogen sind oder ob es schon früher verlassen wurde, können wir nicht wissen. Das heißt, wenn wir uns einem belegten Nest nähern, könnten wir angegriffen werden. Ja, da geht es schon los. Ein Angriff ist das noch nicht, aber sie kommen näher und werden aggressiver. Je mehr Nester beieinander liegen, desto aggressiver werden die Vögel. Daher der Möwenstock, um zu verhindern, dass wir was auf den Kopf bekommen. Da ist ein Nest mit zwei Eiern. Du kannst sie anfassen. Die Eier sind warm. Also wird hier noch gebrütet. Und Papa und Mama? Sie haben uns im Auge. Du hörst ja das Geschrei. Wir wollen nicht allzu lange bleiben, damit sie ihre Eier weiter bebrüten können. Aber so warm, wie es heute ist, besteht keine Gefahr für die Embryos in den Eiern. Die Bauvorschriften der Insel gelten offenbar nicht für die Zugvögel. Die dürfen jedes Jahr hier neue Nester bauen.
Die natürlichen Räume der Insel sind den Vögeln vorbehalten, die nisten wollen. Bei absolut unschlagbaren Immobilienpreisen übrigens, jedenfalls im Vergleich zu den bebaubaren Gebieten. Die Vögel stehen natürlich im Vordergrund. Aber unser Ziel ist nicht nur, die Vögel zu schützen, sondern das gesamte Ökosystem, die biologische Vielfalt überhaupt. Auf der Île de Ré strukturiert vor allem ein Element die Landschaft: die Salzgärten, deren erste Spuren bereits in den Archiven des 15. Jahrhunderts zu finden sind. Brice ist einer jener jungen Salzmacher, die diesem von Sonne und Regen abhängigen Beruf zu neuer Blüte verholfen haben. Wie ein Salzgarten funktioniert? Gehen wir mal zum Deich da hinten. Bei Flut kommt das Meer bis dorthin, bei einer Springflut sogar noch weiter. Weit genug jedenfalls, um die Meerwasserreservoirs zu füllen. Der Atlantik hat ungefähr 30 Gramm Salz je Liter Wasser. Unsere Arbeit besteht darin, dieses Wasser zu filtern und verdunsten zu lassen, damit die Salzkonzentration auf etwa das Zehnfache steigt. Es geht darum, das Wasser zirkulieren zu lassen, damit sich das Salz so schnell wie möglich ablagert. Wobei das alles natürlich vom Wetter abhängt. Dieses Jahr zum Beispiel ist absolut fürchterlich. Wir sind schon über den 15. Juni hinaus und konnten immer noch nicht mit der Salzernte anfangen. Ist das Salz oder Schlamm? Ton. Früher wollten die Leute raffiniertes Salz, weiß und rein. Aber der Ton verleiht dem Salz einen besseren Geschmack. Es ist dann leicht grau, enthält aber alle Elemente, die auch im Ton enthalten sind. Mineralsalze und Spurenelemente. Sie mildern den Salzgeschmack etwas und reichern es an. Vom Nährwert her ist es klar wertvoller. Dann haben wir die sogenannte Salzblüte, die Fleur de Sel. Sie bildet sich an der Wasseroberfläche als ganz dünne Kruste und bleibt weiß, weil sie nicht mit dem tonhaltigen Boden in Berührung kommt. Sie ist sehr kräftig, weil das Salz rein ist. In so einem Becken ernten wir täglich rund 40 Kilo Grobsalz. Die Fleur de Sel ergibt höchstens ein paar Kilo pro Becken. Die Landschaft hier ist sehr flach. Das ist gut für uns, denn so fegt der Wind über die Becken und das Wasser verdunstet. Der andere Vorteil ist, dass die Île de Ré nur 16 Meter aus dem Meer ragt. Die Sonne steht also schon sehr früh über den Salzgärten. Wir kommen bei Tagesanbruch, weil es dann am kühlsten ist, suchen mittags den Schatten auf und kommen um 5 Uhr nachmittags wieder, wenn sich die Salzblume bildet, und bleiben bis in die Nacht. Wir erleben im Sommer also fast jeden Sonnenaufgang und jeden Untergang. Das ist schon schön. Die Bewohner der Île de Ré kämpfen seit Jahrhunderten gegen das Meer. Ist denkbar, dass sie am Ende verlieren? Der Mensch passt sich an. Ob das Meer gewinnen wird? Wir gehen gerade zur Bucht von Ars. Vielleicht wird sie eines Tages ganz unter Wasser stehen. Wir können es nicht wissen. Im Laufe der Jahrhunderte hat der Mensch gezeigt, dass er es schafft, sich anzupassen. Hoffen wir, dass es ihm weiterhin gelingt. Schwer zu sagen also. Ein anderer Aspekt ist die Reglementierung, die die Landschaft ein bisschen einengt. Könnte es sein, dass sich da etwas tut? Mittelfristig, für ein oder zwei Jahrzehnte, werden die in den vergangenen 25 Jahren getroffenen Entscheidungen Bestand haben. Das heißt, die Landschaft wird sich kaum verändern. Was dann geschieht, wie wir uns unsere Landschaften wünschen, wir könnten durchaus beschließen, dass sich etwas ändern soll, etwa im Verhältnis zwischen Meer und Land. Das Pendel könnte zugunsten einer stärkeren Maritimisierung der Landschaft ausschlagen oder im Gegenteil der Île de Ré eine mehr festlandsorientierte Prägung aufzwingen. Das wird die Zukunft zeigen. Wir müssen abwarten, welche Signale die Gesellschaft in den kommenden Jahren aussenden wird.